es ist eigentlich ganz einfach. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Oh, ist es schon spät? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Gibt es irgendein Problem? Ups. Wie soll ich es sagen? Sie sind nicht, wer sie zu scheinen, wer sie glauben. Wer sie zu glauben. Aha. Sie wissen wohl nicht, dass sie ein Roboter sind, nicht endlich. Was soll das heißen? Hören Sie zu. Ich habe keine Zeit für existenzielle Debatten. Und noch weniger Interesse an komischen Pseudoreligionen. Moment. Ah, okay. Das ist keine existenzielle Debatte. Sie sind ein Roboter aus dem Commonwealth. Oder Sie sind ein Roboter aus dem Commonwealth. Sie gehören dem Mann, einem Mann namens Zimmer. Hey, wir machen mal das Erste. Wie bitte? Gut. Sie haben genau 5 Sekunden, um zu erklären, was das hier soll. Oder Sie verlassen River City über die nächstgelegene Luke. Ich weiß, Sie glauben mir nicht, aber ich sage die Wahrheit. Drohen Sie, so viel Sie wollen, aber die Wahrheit ändert sich dadurch nicht. Die Fakten sprechen für sich. Ich habe Bilder und Audiobeweise. Na schön, ich gebe nach. Aber das ist unmöglich. Ich kann kein Roboter sein. Ich bin ein menschliches Wesen. Ich atme. Ich esse. Zum Teufel, heute Morgen habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Ich habe geblutet. Roboter bluten nicht. Das ist kein echtes Blut, Harkness. Es ist synthetisch. Wie alles andere auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß noch nicht mal, was ich von alledem halten soll. Ich gebe zu, dass das ziemlich erdrückende Beweise sind. Aber sie ergeben keinen Sinn. Wie kann das möglich sein? Tut mir leid, Harkness, aber ich habe keine andere Wahl. A321 Rückrufcode Violett. Ah! Mein Gott, ich erinnere mich an alles. Aus der Zeit davor. Zimmer, das Commonwealth, das Institut, all die Schmuggler, die ich erledigt habe. Sie haben mich daran erinnert. Warum? Wie? Ich... Egal. Ich... Mein Gott, was mache ich nur? Mein Leben, alles, eine Lüge. Was werden Sie gegen Zimmer tun? Er war doch vor dem Sie geflohen sind. Keine Sorge, Harkness. Ihr Geheimnis ist bei mir in sicheren Händen. Zimmer wartet. Er wird sie jetzt mit nach Hause nehmen wollen. Ich werde Ihnen verraten, was ich mit ihm machen werde. Ich stecke ihn in eine sehr kleine Kiste und schicke ihn nach Norden, wo er hingehört. Ich hoffe eigentlich, dass ich ihn umbringen darf. Ich hoffte eigentlich, dass ich ihn umbringen darf. Geil. Manchmal muss man die bösen Jungs umbringen. Ist Gewalt wirklich notwendig? Kann man ihn nicht einfach vom Boot werfen? Ich glaube, das war's, oder? Ist eigentlich, glaube ich, egal. Er ist eine Bedrohung für die Sicherheit, nicht wahr? Nun gut. Ich gebe Ihnen die Erlaubnis, Dr. Zimmer hinzurichten. Glauben Sie nicht, dass Sie nun auf alles schießen dürfen, was sich bewegt. Nur auf Zimmer und seinen Leibwächter, wenn er Ihnen in die Quere kommt. Hier, nehmen Sie meine Waffe. Ich hatte sie mein ganzes Leben lang und sie hat mich nie hängen lassen. Ja. Sehen Sie sie als Zeichen meiner Anerkennung. Ja! Das ist es. Oh, taufenweise Erfahrung und so Karma bekommen, das ist sehr schön. Gut, jetzt ist die Wahrheit raus. Und was ist jetzt? Wie soll ich sie jetzt nennen? Harkness oder A321? Ich weiß nicht genau. Was soll's? Nennen Sie mich Harkness. So kennen mich die Leute hier. Das ist jetzt meine Identität. Es ist besser für alle, wenn wir so tun, als wäre ich schon immer Harkness gewesen. Die Wahrheit bleibt unser kleines Geheimnis. Okay. Gut. Jetzt ist die Wahrheit heraus. Und was jetzt? Ich habe 2 Erinnerungssätze. Einen Androiden, einen menschlichen. Einige davon sind meine. Einige gehören jemand anders.
aber ich habe mich entschieden, menschlich zu sein. Ich habe die Wahl. Die Leute auf dem Schiff brauchen mich zu ihrem Schutz. Und ich bin für sie da. Warum die Veränderung? War es alles wert? Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich einen entflohenen Androiden einfing, bekam ich was zu hören über Selbstbestimmung, Freiheit. Anfangs prallte alles an mir ab, aber irgendwann begann ich drüber nachzudenken und... Naja, sie hatten recht. Wir sind wirklich Sklaven. Wir verdienen ein eigenes Leben. Naja. Also traf ich eine Entscheidung und ließ mein Altes zurück. Sie haben mir jetzt die Erinnerungen an beide gegeben. Ich habe mich verlaufen. Können Sie... Nein, Mann. Dann machen Sie mal schön weiter. So, damit haben wir schon mal diese geile Waffe. Und jetzt kümmern wir uns um... Was gibt's denn da zu glotzen? Klappe, Fleck. Du bist eh bald dran. Oder war das Seagrave? Ist ja scheißegal. Ah. Wir killen ihn sogar am besten mit seiner Waffe. Dazu nehme ich mal schon mal die an. Damit wir mal gleich zeigen, wie toll die ist. Ah, oh, die ist echt ultra. 45 Schaden oder allein. Vielleicht ein wenig Psycho? Hier? Ich hasse es, aber ich müsste hier richtig sehen. Ja. Ich verlaufe mich immer wieder noch. Ja. So, jetzt ganz wichtig, bevor er ihn umbringt, quatscht mit ihm doch nochmal. Die Zeit drückt. Je schneller Sie meinen Besitz auftreiben, ja, desto schneller komme ich hier raus. Wirklich wahr? Wie kann ein Mensch bloß so leben? So, ich habe den Androiden gefunden. Harkness, der Sicherheitschef von River City. Harkness, sagen Sie? Ja, das ergibt Sinn. Immerhin hat er mal für eine Spezialeinheit der Commonwealth-Polizei gearbeitet. Und er ist hier in River City? Fabelhaft. Ich muss warten und einen geeigneten Moment finden, um ihm gegenüberzutreten. Vielen Dank für Ihre diskrete Hilfe und Ihr Schweigen, was diese Sache betrifft. Und jetzt zu Ihrer Bezahlung. Dieses Kampfmodul wirkt direkt auf das zentrale Nervensystem. Ich denke, Sie werden es gut brauchen können. Jetzt habe ich leider wieder ein Karma verloren. Naja, plus minus null an Karma. Ah, egal. Durch fortschrittliche Commonwealth-Technologie konnte Ihre Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigt werden, was Ihre Treffsicherheitschance in Warzmodus steigert. Das ist sehr gut. So, bevor wir ihn jetzt aber gehen lassen, tun wir ihn hinrichten, so wie es, sag ich mal, gewollt war. Oh, jetzt guck mal, wie viel Schüsse ich machen kann. Ich müsste ihn, sag ich mal, mit einem Schuss, glaube ich, schon killen können, oder? So, und jetzt killen wir noch Armitage. Oh, den habe ich zu Pudding verarbeitet. Besser Sie als einer weniger. Der Schwede. Ja, da rollt Zimmers Kopf noch. So, was hat er denn? Oh, Androidenkomponente. Die 10 mm Munition. Chinesische Pistole. Toll. Oh, nehmen wir mal mit. Fallobst. Kronkorken. Zimmers Schlüssel. Naja, toll. Schmutzige Business-Kleidung brauchen wir nicht. Was hat sein toller Leibwächter da? Ach, guck ihn an. Auch Androiden-Komponente. Dann war dieser Typ hier auch ein Android, Dr. Zimmer? Oder ist das ein Fehler? Energiezellen. Kronkorken. Ja. Das nehmen wir einfach mal. Das ist Schrott. So haben wir beide Komponentenfreunde. Jetzt haben wir den tollen Perk und die meines Erachtens beste Waffe. Jetzt gehen wir noch zum Moria zurück. Obwohl, wenn wir hier noch sind, beklauen wir nochmal den Rest hier. Und wir haben noch die Mini-Quest, sag ich mal sozusagen, dass wir noch einen der Ratsmitglieder ausschmeißen oder einen neuen ernennen. Und ich denke mal, wir ernennen einen einfach neu. Wir haben noch eine andere Mini-Quest.
Mr. Lopez? Sie habe ich noch nie gesehen. Sie würden sich wahrscheinlich sowieso nicht an mich erinnern. Ich bin Mr. Lopez. Warum sollte ich mich nicht an Sie erinnern? Niemand erinnert sich an mich. Ich bin eben nichts Besonderes. Keine Sorge, das wird bald kein Problem mehr sein. Ja, der will sich umbringen. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn daran hindern kann. Und das ist Diego. Ich bin Diego, der Messdiener der Kirche von St. Monica. Wer ist dieses... Oh, das hatten wir schon. St. Monica hat die Seele ihres eigenen Sohnes vor der ewigen Verdammnis gerettet. Jetzt ist sie für alle Gläubigen die Schutzpatronin der verirrten Kinder. Sie sollten am Sonntagmorgen wirklich in die Kirche gehen. Die Predigt dreht sich rund um St. Monica. Toll. Ich würde gerne etwas über die Kirche... Nein, es gibt eine Kirche... Aber natürlich gibt es eine Kirche. Pater Clifford leitet die Messe jeden Sonntagmorgen. Sie sollten mal vorbeikommen. Wenn Sie der Messdiener sind, wo ist denn der Priester? Pater Clifford ist der Priester. Die Kapelle ist vorn am Bug, auf dem Oberdeck. Unser verehrter Pater hält dort jeden Sonntagmorgen die Messe. Könnten Sie etwas über die Geschichte von River City... Ich habe gehört, dass sich hier einst Raiders niedergelassen hatten, bis irgendwer aufräumte. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Gut, das ist unwichtig. Wir wissen die Geschichte mittlerweile. Tschüss, Dio. Mit denen haben wir auch noch ein Attentat vor. Bei denen waren wir doch schon drinne. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, wir haben auch gar keine Erfahrung bekommen. Alles klar. Hier geht's, glaube ich, ins Forschungslabor, wa? Nee, der mag. Tische und Stühle ersetzen müssen. Sie werden sicher einfach was vom Unterdeck schnorren. Machen wir mal ganz kurz, ob wir alles haben. Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Wir waren bei Dr. Lee nämlich im Zimmer noch gar nicht. Mit den Stockwerken komme ich immer durcheinander. Das ist, glaube ich, das Hauptzimmer, oder? Ja. Das hatten wir auch schon. Ist der Treppenhaus her? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, eine Etage höher ging es auch nochmal. Und in den Turm müssen wir auch noch irgendwann mal. Bennens. Ah, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht finden wir mal was über ihn. Sein Terminal ist nicht schwer gehackt. Von daher. Oh, das ging ganz gut. Das ist gut. Recht schnell. Agenda ansehen. Tagesordnung für die nächste Ratssitzung. Zaun auf dem Flugdeck. Steuern. Torsteuer. Wassersteuer. Waffenbeitragsprogramm. Protokoll der Ratsbesprechung. Anwesend: wissenschaftliche Vertretung Dr. Madison Lee. Ziviler Vertreter Bennen, Sicherheitsvertreter Harkness. Brückenreparatur verschlingt weiterhin hohe Summen. Überlegung zu dauerhaften Brücke wegen zu hohen Sicherheitsrisiko bei Angriffen verworfen. Ja, ist richtig. Brückensteuerung für Ortsfremde von Bennen vorgeschlagen. Abstimmung gescheitert. Dank Dr. Lee und ihrem Wissenschaftsteam sind die Hydroponik und die Stabilität der Stadt weiterhin gesichert. Systemausfälle sind allerdings an der Tagesordnung und erfordern einen hohen Wartungsaufwand. Lee schlägt die Einstellung weiterer Wissenschaftler aus Tempany Tower oder Underworld vor. Abstimmung gescheitert. Die Versuche, dem Myolog-Befall im Unterdeck Herr zu werden, werden wie üblich fortgesetzt. Harkness und sein Team können den Befall eingrenzen und gelegentlich größere Mengen vernichten. Aber die Myologs nisten weiter in dem Bereich und
stellen für den Fall, dass sie ins Oberdeck einfallen, ein potenzielles Risiko dar. Bannon schlägt vor, den Vorderteil des Unterdecks abzuschließen. Abstimmung gescheitert. Budget und Munitionszuteilung für eine Myolog-Säuberungsoperation von Harkness vorgeschlagen. Abstimmung erfolgreich. Dr. Lee geht früher, um Hydroponik-Tests zu beaufsichtigen. Besprechung vertagt. Eigentlich nichts, irgendwas. Ja, wir haben die Tagesordnung noch geklaut jetzt oder mitgenommen. Also es ist jetzt nichts unbedingt Bösartiges dabei. Ja gut, der will von allen so ein bisschen Geld hier verlangen. Von Young. Ah, da war ja genau, die haben wir noch gar nicht. Ich mache die Reparaturen hier. Falls es also irgendetwas zu reparieren gibt, einfach Bescheid sagen. Guten Abend. Ach, diese Stadt könnte mehr arbeitswillige Leute gebrauchen. Alles fällt auseinander und ich bin der Einzige, der die Sachen reparieren will. Ich habe zu tun. Ich muss jede Menge Reparaturen erledigen. Den kann ich Was darf es denn sein? Gibt es da eine Verwandtschaftsbeziehung mit Henry Young? Henry ist mein Ehemann. Ich habe auch eine Tochter, CJ. Sie läuft hier mit James Hargrave herum. Warum lassen Sie diesen Bengel James Hargrave mit Ihrer Tochter spielen? Was machen Sie hier eigentlich den ganzen Wir Tag? Wir sind Glückspilze. Wir müssen nicht kämpfen, um überleben zu können. Wir haben ganz normale Jobs. Ich putze die Räume. Das klingt jetzt zwar nicht sehr beeindruckend, aber Sie hätten sie mal vorher sehen sollen. Ich recherchiere die Geschichte von River City. Können Sie mir davon erzählen? Darüber weiß ich nichts. So viel ich weiß, leben dort seit dem Krieg einige Überlebende. Ich bin nur froh, dass es die Stadt gibt. Wenden Sie sich doch mal an Bannon. Er ist ein wirklich wunderbares Ratsmitglied und würde Ihnen sicher nur zu gern Ihre Fragen beantworten. Ja. Warum lassen Sie diesen Bengel? Das arme Kind. Seine Mutter, Tammy Hargrave, ist eine sehr bemitleidenswerte Frau. Sie verbringt zu viel Zeit in Muddy Rudder, säuft und flucht. Es tut mir so leid. Ich glaube, CJ übt einen guten Einfluss auf ihn aus. Aber ich mache mir Sorgen um die beiden. Tschüss. Hallo. So. Metall nehmen wir doch mal mit. Henry, es gefällt mir nicht, dass CJ mit diesem Hargrave-Jungen spielt. Seine Mutter auf einmal. Obwohl sie auf dem ja, Oberdeck Fräulein. Sich Sachen zu nehmen, die einem nicht gehören, ist echt das Letzte. Ach, halt die Klappe. Hallo. Nimm dir noch einen Teddybär dafür weg, weil du so frech warst. Oh, Zuckerbomben. Das ist auch gut. Sag ja, irgendwie kriegen die das immer trotzdem raus. Ich glaube, mein Karma ist schon wieder so gesunken. Ich muss mal bis zum nächsten Part wieder ein bisschen Karma schnorren gehen. Hallo, gnädige... Ja, Fräulein. Die ja, redet Fräulein. Mit mir. Ah, jetzt. Mann. Nee, die redet nicht mit mir. Normalerweise redet sie mit mir, glaube ich, aber ich glaube, ich bin gerade zu böse. Okay. Nicht so schlimm, war ja jetzt auch nicht so wichtig, das Gespräch, wer ist er? Guten Abend. Gaza, mein Bitte Gott. Entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun. Jetzt wollen Sie gar nicht mehr mit mir reden, Alter. War ich. Das ist wichtig, hier müssen wir rein. Also sage mal. Nein, nein, der ist hier irgendwo hier oben. Ach, Glück gehabt, sonst wären wir beinahe. Wie geil das sein muss, auf einmal taucht einer vor ihnen auf, wa? So, So, das chinesische Stummel werden wir natürlich mit. Bevor wir hier natürlich das alles zurücksetzen, lege ich hier natürlich nochmal ordentlich los. Alles zu klauen. Durchschnittlich verschlossen. Mensch. Auf. Boah, Karma. So, Aktenschrank. Naja. Und das nehmen wir. So, mehr haben die hier nicht. Haben auch kein belastendes Material oder sowas. Na gut.
Dr. Lees Raum wollte ich noch. Ach, bei ihm waren wir ja auch noch nicht richtig, wa? Patient. Können wir denen schon helfen? Müssen wir mal gucken. Right away. Stimpak. Stimpak, Stimpak. Medics, Medics. Ach, es ist schön, ich liebe es, bei Ärzten mal vorbeizuschauen kurz. Die haben immer so viel geiles Zeug bei sich rumzuliegen. Oh, Schlüssel erforderlich. Ach ja, er verkauft ja auch viel Sachen. Gucken wir mal. Können wir das schnell lösen? Ah, das sieht kompliziert aus. Oh, hab ich ein Schwein, ey. Regionale Gesundheitsbedrohung. Neben den üblichen Gefahren sind alle, die lange in Rapid City wohnen, einigen ungewöhnlichen Problemen ausgesetzt. Wundstarkämpfe. Was? Wundstarkrampf. Wundstarkrampf? Mhm. Vor allem am Kiefer auftretende Muskelkrämpfe, die von Schnittverletzungen herrühren, die man sich am rostigen Schiffsrumpf zuziehen kann. Ugh. Wundstarkrampf kann mit Penicillin behandelt werden, sofern es zur Verfügung steht. Oh Mann. Rotlunge. Diese Atmungsprobleme sind die Folge des ständigen Einatmens von Rostpartikeln und treten vor allem bei Hangar-Deck-Bewohnern und Eingeschlossenen auf. Sie können durch Dampftherapie und Aufenthalt an der frischen Luft behandelt werden, um das System zu reinigen. Mhm. Fischvergiftung. Dieses Problem ist heutzutage nicht mehr so akut, aber manchmal fängt jemand im Fluss einen Fisch und ist dumm genug, ihn zu essen. Die Strahlungsbelastung ist extrem hoch und die meisten Opfer werden von der Quecksilbervergiftung in dem Wahnsinn getrieben. Es gibt kein Heilmittel dagegen, aber wenigstens werden dadurch die Leute in der Umgebung daran erinnert, dies nie zu tun. Auf Feier. Ja, Patientenunterlagen. Bannon leidet noch immer an seinen sozialen Problemen. Weiterhin Penicillin geben und versuchen, ihn davon zu überzeugen, zukünftig besser aufzupassen. Was für ein soziales Problem. Ha! Ist das denn geiles? Hat er sich Tripper? Oh, Feier, ey. Ein neuer Tag, wieder eine gebrochene Nase. Ach, Brooke. Man sieht ihn selten als Patient, aber zumindest leben die Leute noch, die er leitet. Ach so. Die er leitet. So gerade noch. Feier. Contelli, Pauli. Die Therapie für seine fortschreitenden Abhängigkeit würde jedem Arzt ein gesichertes Einkommen garantieren. Ich kann wegen ihm aber nicht die Ressourcen vergeuden, wenn er dann noch immer wieder rückfällig wird. Holmes Seagrave. Chronischer Fall von Rotlunge. Aufgrund seiner Reparaturen in dem unteren Decks habe ihm für jede Nacht ein paar Stunden Frischluft am Oberdeck verschrieben. Staley Gary. Erschöpft der Erschöpfung. Der Mann muss irgendwann wirklich einmal Pause machen. Ach, das ist der auch der zweite Mechaniker. Aber wer muss das nicht? Trini, das ist diese Hure sozusagen unten. Überraschend gesund, abgesehen vom Alkoholismus und anderen typischen Gefahrenquellen ihrer Branche. Die Leute in Lamplight sind anscheinend sehr kräftig. Ach, guck einer an, daher kommt sie also. Oder ist es einfach nur der Club unten? Ich glaube, das ist das Little Lamplight gemeint. Sehr interessant. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn retten können. Nö, den können wir gar nicht retten.
Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Ach, du siehst mich da nicht mehr. Das... Mann, nun geh durch. Oh. Haben wir Muddy Rudder letzte Nacht gehört? Ja, Bell wird... Doch, mit der haben wir auch schon geredet. Oh, der ist aber misstrauisch. Gleich die Knarre unter sein... sei mal... unter sein Bett. Igli. Hm. Naja, gut. Hier unten ist Dr. Lees Zimmer. Genau. Oh, sie ist ja sogar da. Ach, guck einen an, hier sind die fehlenden Einträge. Vor ihren Augen. Na gut, die schläft. Das finde ich sowieso sehr doof, dass man irgendwie dann trotzdem immer in Beobachtung ist. So, die ganzen Einträge, die fehlenden, nehmen wir natürlich auch noch. Kühlschrank. Zuckerbomben und... Coca-Cola.